Montag, 18. Jänner, 19 Uhr. Die Zeit hat geschlagen für, die Uhr hat geschlagen für den Web-Talk Zeit und Erwachsenenbildung, Erwachsenenbildung in der Zeit. Herzlich willkommen, mein Name ist Wilfried Frey, ich bin Leiter der Redaktion von Erwachsenenbildung.at. Wir organisieren diesen Web-Talk und ähnliche Veranstaltungen, auch Digitalks, mehrmals im Jahr als unser Online-Diskussions- und auch Bildungsformat, in dem wir versuchen, Themen, die wir auf Erwachsenenbildung.at aufgreifen und auch medial behandeln, auch in einer Form einer Online-Veranstaltung live auch zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zwei Gäste gewinnen konnten. Professorin Elke Gruber von der Uni Graz als Herausgeberin einer Magazinausgabe zu dem Thema auch unseres heutigen Web-Talks. Das Magazin ist kurz vor Weihnachten auch online gegangen und verfügbar. Das ist auch unser Aufhänger für die heutige Veranstaltung. Und aus Deutschland Herrn Dr. Frank-Michael Ortei. Herzlich willkommen auch hier bei uns in dieser Runde. Vielleicht wollen Sie mal beide Ihre Mikros kurz freischalten und schauen, ob die jetzt auch hier funktionieren, damit wir das auch gleich noch getestet haben. So, hallo Herr Ortei, Sie haben schon das Mikro frei. Ja, einen schönen guten Abend und eine gute Zeit. Vielen Dank. Hallo. So, Elke, ja, wir hören Sie. Ja, schönen guten Abend auch meinerseits. Hört ihr mich alle, ja? Ja, super, ja. Vielen Dank. Fein. Danke. Zu uns haben sich jetzt gesellt. Ich habe gesehen, derzeit 66 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Web-Talk heute teilnehmen, die sich die Zeit nehmen. Das ist ein Thema, das bietet sich ja großartig an für allerlei Wortspielereien. Unsere Sprache ist ja reich an Metaphern und Wendungen, die mit Zeit zu tun haben. Der Web-Talk ist ein Diskussionsformat von Erwachsenenbildung.at, das sagte ich schon, dass wir dankenswerterweise mit Förderung des Bildungsministeriums auch betreiben dürfen. Wo wir heute die Zeit in der Erwachsenenbildung und Erwachsenenbildung in der Zeit so als ein zweigesichtiges Motto gewählt haben. Zeit ist ja zweifelsohne eine Kategorie von Erwachsenenbildung, die gerade massiv im Wandel ist. Man denke zum Beispiel daran, dass wir jetzt hohe Ungewissheit haben, wann der aktuelle Lockdown zu Ende geht, wann wieder Präsenzangebote erlaubt oder auch angemessen sein werden. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die berichten, dass Sie so den Eindruck haben, noch mehr als schon zuvor setzt sich so das Last-Minute-Prinzip auch in der Erwachsenenbildung durch, bei der Registrierung, bei der Anmeldung für Bildungsangebote. Und da kommen die Anbietereinrichtungen, die Trainerinnen und Trainer unter Druck, sich bis zur letzten Minute verfügbar zu halten, obwohl sie manchmal gar nicht wissen, ob dann ein Bildungsangebot tatsächlich genug an Anmeldungen hat, um wirtschaftlich durchgeführt zu werden, und gehen die Gefahr, in unbezahlter Vorrat zu arbeiten. Das sind nur so zwei Dimensionen dieses ganz, ganz vielschichtigen Themas, das wir heute gewählt haben und zu dem wir heute sprechen möchten. Elke, wir sind seit vielen Jahren beruflich miteinander zugange und hatten jetzt auch miteinander zu tun bei der Herausgabe des Magazins Erwachsenenbildung.at über Zeit und Erwachsenenbildung. Du hast es gemeinsam mit Christine Zäuner herausgegeben. Und das ist ja wieder eine sehr bunte Ausgabe geworden, die irgendwie in dieser speziellen Zeit sozusagen so zeitgemäß uns auch letzten Endes vorgekommen ist. Darf ich dich bitten, dass du uns einmal erzählst über dieses Magazin? Ja, lieber Wilfried, danke. Ihr seht oder Sie sehen das jetzt eingeblendet. Vielleicht ein paar Hinweise von mir, dass Sie so wissen, um was es da gegangen ist und wie wir zu dem Thema überhaupt gekommen sind. Also ich persönlich beschäftige mich mit Zeit seit vielen, vielen Jahren und hatte mal ein Gespräch mit der Christine Zäuner, das ist eben eine Kollegin von mir von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg, und wie das immer so für Vorhaben in unserem Bereich ist und dass das irgendwie informell zustande kommt. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre doch super, so ein Heft zum Thema Zeit herauszugeben. Das Ganze war, muss ich dazu sagen, noch vor Corona. Also das heißt auch, wenn Sie sich die Artikel anschauen, da ist jetzt nicht explizit ein Bezug, bei manchen möglicherweise schon, manchmal so klingt es ein wenig an, aber es ist jetzt nicht so wie diese
Rückmeldungen von Ihnen, die da gekommen sind, jetzt auf unseren Web-Talk, die ich durchaus sehr, sehr spannend finde. Also es ist jetzt in dem Magazin eigentlich, würde ich sagen, Zeit in eher Vor-Corona-Zeiten. Und was war, wie gesagt, der Hintergrund? Ich habe irgendwann mal so ein Modell für mich auch für die Vorlesung entwickelt zur Lernen und Bildung Erwachsener. Und da sind so drei Dimensionen, die mich immer interessiert haben und die ich finde essentiell sind für Lern- und Bildungsprozesse für Erwachsene. Das ist zum einen also der Lernort, der Lernraum. Dazu haben wir das Heft 35/36 gemacht, wo es auch also ein großes Echo gegeben ist, wo es darum gegangen ist, Lernen räumlich und örtlich zu verorten, wobei räumlich eben über den Ort hinausgeht, also schon ganz stark auch in diese Zeitdimension eigentlich verweist. Dann ist die zweite Dimension eben die Dimension der Zeit. Dazu haben wir jetzt das Magazin gemacht. Da sage ich dann gleich noch kurz was dann im Endeffekt drinnen ist an Artikeln. Und das dritte ist der Lernweg. Also es wäre eigentlich logisch, wenn wir irgendwann auch ein Heft machen könnten zu diesen Lernwegen. Und wie Sie sich vorstellen können, geht das natürlich alles irgendwie ineinander über. Und ja, und die Zeit war aber so drängend, dass wir dann gedacht haben, na, also Zeit wäre wirklich ein interessanter Aspekt. Zeit ist ja nicht eine physikalische Größe allein, sondern es geht ja immer auf unsere persönlichen Erfahrungen zurück, wie wir Zeit erleben. Also es gibt ja auch viele Sprichwörter dafür, viele Bezeichnungen, sich Zeit nehmen, sich Zeit geben, sich auch Zeit stehlen gegeneinander. Und das war so der allgemeine Hintergrund. Und dann war die Überlegung, dass natürlich die Erwachsenen- und Weiterbildung ganz massiv mit diesen mit diesen Zeitdimensionen verbunden ist. Und eine der Hauptüberlegungen war, dass ja Erwachsenenbildung traditionell und klassisch immer eigentlich entgrenzt und nicht die klassische Zeitstruktur hat, wie zum Beispiel in der Schule. Wir kennen das alle, 45, 50 Minuten. Das gibt es zwar auch in der Erwachsenenbildung, aber bei uns gibt es also ganz, ganz viele Formate, die eigentlich nicht in dieser klassischen Zeitstruktur, auch schon vor Corona natürlich, laufen. Vielleicht auch noch ein historisches Beispiel, weil es mir auch wichtig ist, Zeit immer historisch zu verorten und nicht nur so in eine Selbstvergessenheit der Aktualität zu kommen. Denken Sie an die Salons der Frauen zum Beispiel in der Aufklärung. Also da ist sicher nicht nach 45 Minuten gemessen worden. Oder ein Museumsbesuch, ja, der sicher auch nicht danach gemessen worden ist, wie viel Zeit vorgegeben wird. Und da kommen wir schon auf den Punkt, Zeit hat auch bei uns in Erwachsenenweiterbildung ganz viel mit selbstorganisierten, selbstgesteuerten Lernprozessen zu tun. Und das umso mehr natürlich jetzt auch in Bezug auf die neue Situation, auf die wir ja hoffentlich in der Diskussion dann noch ansprechen. Zum Heft nur ganz kurz noch. Wir haben wie immer theoretische Beiträge. Die gehen ganz, sage ich jetzt mal, von historischen Aspekten über klassischer Zeitdiskussion. Ein Schwerpunkt lag vor allen Dingen auch so ein bisschen auf der Biografie und Zeit. Also wie verortet sich Zeit in biografischen Kontexten? Es war in einem Artikel zum Beispiel, das ist mir auch noch so hängen geblieben, so die Endlichkeit von Zeit auch. Wann hört Lernen auf? Also wirklich auch ganz philosophische und existenzielle Fragen. Und im praktischen Teil, also in dem Teil, den wir Praxis nennen, ist sehr viel gegangen im Kontext von Entschleunigung, Beschleunigung, welche Formate gibt es da, wo verortet sich der Erwachsenen- und Weiterbildung. Ja, das wäre von meiner Seite zur Einleitung und zum Heft.
Und ich gebe damit gleich weiter an den Wilfried wieder als Moderator. Danke, Elke, das, für den kurzen Hinweis auch auf die Magazinausgabe. Man mag das durchaus auch als Werbeeinschaltung verstehen, aber wir sind ja nicht uneigennützig. Wir nutzen auch unsere Zeit, um sozusagen unsere Medien, die wir produzieren, hier auch bekannt zu machen. Eine sehr bunte Lektüre, die das Magazin da anbietet, auf jeden Fall zu den Dimensionen, die du erwähnt hast. Einer der Autoren, den wir da für diese Ausgabe gewinnen konnten, war auch Frank-Michael Ortay, der sich auch selbst als Zeitarbeiter bezeichnet. Finde ich einen schönen Ausdruck in den vielfältigen Rollen, die Sie so innehaben. Aber zum Stichwort Rollen möchte ich, bevor ich dann an Sie weitergebe und noch so meinen Impuls, noch einen Impuls bitte, wo Sie versprochen haben, uns ein paar Thesen über Zeit und Erwachsenenbildung auch zu geben, um das Gespräch dann weiter fortzuführen, möchte ich gerne auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer einladen, uns mal zu sagen, in welcher Rolle Sie eigentlich sich mit diesem Thema des heutigen Webtags befassen. Und meine Kollegin Karin Kohlmann wird da gleich eine Umfrage dazu freischalten. Schauen Sie sich das mal an. Also die Frage ist an Sie, in welchen Rollen betrifft Sie das Thema des heutigen Webtalks? Unser Podium, Frau Gruber und Herr Orte, werden hier nicht mitmachen und ich auch nicht. Aber wir schauen mal, wie Sie das betrifft. Das ist übrigens eine Mehrfachauswahl. Sie können natürlich auch in mehreren Rollen betroffen sein und dann klicken Sie gerne mehrfach. Wir werden dann das Ergebnis auch gleich mit Ihnen teilen. Genau, so, hier haben wir also ein Ergebnis. Am meisten sind hier doch auch betroffen in der Rolle als Trainer oder Trainerin oder Lehrende oder Lehrender. Sind fast 2/3, 63%. Viele auch aus dem Bildungsmanagement, fast die Hälfte. Aber auch als Teilnehmer, Teilnehmerinnen von Bildungsveranstaltungen. 16% sagen, sind auch in der Forschung tätig. Rund ein Viertel ist gerade irgendwie auch in Ausbildung für eine Tätigkeit in der Erwachsenenbildung, ob Studium oder andere, wissen wir jetzt nicht. Und dann haben wir noch die Kategorie Sonstiges und gebeten auch um Rückmeldung aus dem Chat. Da haben wir eine Psychologin, eine Regionalentwicklerin, einen Bildungsfokus. So ist das Spektrum, das sich hier uns zeigt. Wir haben noch eine zweite Frage für Sie und bitten Sie nochmal um eine Antwort. Es ist ja so, die lange Phase der Corona-Pandemie und was die mit unserem Zeiterleben gemacht hat und den Zeitstrukturen, in denen wir leben, ist ja noch sehr virulent. Uns interessiert ein bisschen, wie Sie das empfinden. Haben Sie derzeit gefühlt eher weniger, eher gleich viel oder auch mehr frei verfügbare Zeit als noch vor einem Jahr? Schauen wir mal, was Sie dazu sagen. Ja, ich sehe, es wird nicht mehr geantwortet. Dann beende ich die Umfrage und zeige Ihnen auch das Ergebnis. Und wie wir sehen, die Schere spreizt sich weit, das Kontinuum ist groß. 41% sagen, sie haben gefühlt weniger verfügbare Zeit, frei verfügbare. 43% haben gefühlt mehr verfügbare Zeit. Und 16% sagen, ja, das ist irgendwie gleich viel. Also das hat uns alle nicht, ist nicht spurlos an uns vorübergegangen, was sich da im letzten Jahr getan hat. Und das Erleben kann hoch unterschiedlich sein, auch dazu. Vielleicht kann ich das nutzen, um den Ball für Sie aufzuspielen, Herr Ortay, als den Zeitarbeiter. Was denken Sie zur Zeitverfügbarkeit? Ist das Ergebnis für Sie überraschend? Ja, das bildet die Vielfalt unserer Emotionalität, die ja auch mit dem Thema verbunden ist, angesichts zunehmender Freiräume, Stichwort Entschleunigung und aber auch zunehmender Zwänge. Also ich bin gezwungen, auch mich zeitlich ständig neu zu organisieren. Also da rede ich von mir auch. Also insofern, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, ob ich weniger oder mehr verfügbare Zeit gewählt hätte. Sowohl das eine wie auch das andere. Morgen früh eher weniger, weil ich neue Termine koordinieren muss. Und wenn der Tag dann um ist, in der Sauna, habe ich früher nicht gemacht, mehr davon. Also sowohl als auch. Ich finde, das ist ein gutes Abbild. Ja. Wir haben auch durchaus, kann ich sagen, an dieser Stelle, als das Magazin vor Weihnachten online ging, auch durchaus Rückmeldungen bekommen von Leserinnen und Lesern schon, die auch das ein bisschen dem entsprochen haben, was wir hier sehen. Also fast klagende oder Rückmeldungen, dass es ja Autoren gibt, zum Beispiel, die über viel freie Zeit jetzt verfügen und die das sozusagen nicht wahrnehmen, wie andere auch leiden darunter, dass sie die Zeitstruktur sozusagen verloren haben oder dass sie
Homeoffice, Homeschooling und so weiter und so fort alles unter einen Hut bringen müssen und trotz scheinbar Wegbrechens von Freizeitaktivitäten trotzdem die Zeit nicht zu genügen sein. Also das ist ein emotional besetztes Thema. Gut. Herr Ortei, Sie als Zeitarbeiter, Sie schauen ja auch sozusagen von Berufswegen auf die Zeit. Ich sehe schon, Sie drehen hier eine große Sanduhr um. Was würden Sie uns sagen? Was geht gerade vor sich und was können wir daraus in Bezug auf den Umgang mit Zeit lernen? Ja, Zeit wird's, dass es Zeit wird. Das ist ein beliebter Satz, um über dieses Laberthema, da zitiere ich dann frei, der mit Bezug auf österreichische Quellen so das Interview meines Times & More Kollegen Karl-Heinz Geißler im aktuellen Magazin eingeleitet hat. Also mit diesem Satz kann es gut gelingen, über dieses Laberthema ins Labern zu kommen. Zeit wird's, dass es Zeit wird. Damit wäre schon viel gewonnen aus Zeitforschungssicht, über das Thema Zeit in Beziehung und in Begegnung zu kommen. Mit dem Thema, mit anderen, mit sich selbst. Sich Zeit für die Zeit nehmen, reflexive Temporalisierung nennen das gewisse Kreise der Laber-Community, deren Mitglieder sich selbst, wie ich, als Zeitforscher bezeichnen. Und mit diesem reflexiven Element der Verzeitlichung, da wären wir auch schon beim Lernen, also mittendrin im Thema des heutigen Abends. Zeit und Lernen. Im Web-Talk, das wirkt irgendwie geschmeidiger als Labern. Ja, ich formuliere hier die folgenden Thesen als Zeitforscher. Das sind übrigens Beobachter, die Menschen und natürlich auch sich selber. Dabei beobachten sie, wie sie mit Zeit umgehen, also wie sie ticken und sich überlegen, wie das noch anders, stimmiger möglich wäre im Einklang ihrer Zeit. Und die auseinanderzuhalten, auch mit Blick auf anzuregende und zu begleitende Lernprozesse, das wäre schon mal ein Fortschritt. Deshalb ein zeitliches Ordnungsangebot mit meiner Zeitordnung im Fünfeck. Wenn die jeweilige Zeit, wie wir sie ganz unterschiedlich wahrnehmen, zu uns als Person, zu unseren Beziehungen, unseren Aufgaben, unserer Organisation, unserer Selbstorganisation auch und zur jeweiligen relevanten Kultur und zur Umwelt passt, dann kann so etwas wie zeitliche Stimmigkeit entstehen. Die genannten Kategorien, die können Hilfsgrößen sein, um sich der eigenen Selbstverzeitlichung reflexiv zu nähern. Übrigens auch Hilfsgrößen für die Planung und Durchführung von Lehr-Lernprozessen. Einfacher wird es dadurch nicht, denn diese genannten sechs Dimensionen entfalten sich auch wiederum in der Zeit als Eigenzeiten, Sozialzeiten, als Aufgaben, Organisations- und Kulturzeiten und sie sind eingebettet in natürliche Zeiten. Konkret heißt es dann, als Person zu wissen, welche Zeiten ich für meine Eigenzeitbedürfnisse, also zum Beispiel für meinen Sport, draußen ist die Flutlichtläufe geöffnet, geht sie jetzt nicht aus, also welche eigenzeitlichen Bedürfnisse ich habe und welche Zeiten ich dafür vorhalten sollte, wie viel soziale Zeit in der Familie, im Team, auch in der Lerngruppe wichtig und notwendig ist, wie viel Zeit die eigentliche Kernaufgabe der Inhalt braucht, wie viel Zeit die Organisation, also Routinen, Prozesse, Fristen, mit welcher Folge auch für meine Selbstorganisation benötigt wird und wie viel Zeit für kulturelle Verrichtungen, also zum Beispiel für Kirchgang, Religionsausübung und ritualisierte Zeiten. Das sind auch übrigens Zeiten an der Bar abends, in Lehr-Lern-Settings zu berücksichtigen sind. Und wie dieses zeitliche Netzwerk passend ist zu den natürlichen Rhythmen und Zyklen, also zum Beispiel zu jahres- und tageszeitlichen Zyklen und zu eigenen natürlichen biologischen Leistungskurven. Das zu klären und sich dann an den eigenen zeitlichen Mustern abzuarbeiten, das braucht Zeit. Zeit für die Zeit. Reflexive Temporalisierung
etwas kryptischer formuliert. Und wer sich jetzt die Frage stellt, was denn Zeit übrigens überhaupt ist, der oder diejenige, die ist in guter Gesellschaft der Ratlose. Die einen sagen so, die anderen so. Der Kirchenlehrer und Philosoph Augustinus, an dem kommt an der Stelle schwer vorbei, der hat eingeräumt, dass er wohl wisse, was Zeit sei, solange er nicht gefragt wird. Wenn er aber gefragt wird, dann muss er passen. Dann weiß er es nicht. Zeitforschungsgeschichtlich ist er insofern auf der Höhe der Zeit, wenn Sie so wollen, ein früher Zeitsubjektivist. Geht er doch davon aus, dass wir Zeiten im Geiste vergleichen und dadurch uns manche länger und andere uns kürzer erscheinen. Und weil das mit der Frage, was ist Zeit, nicht ganz so einfach ist, haben viele andere Denker die Frage offen gelassen. Das ist vielen so wenig, dass es irgendwie weitergeht zwischen Vergangenheit und Zukunft. Sie sagen deshalb, dass Zeit in der Unterscheidung von Vergangenheit und Zukunft entsteht. Dazwischen liegt die Gegenwart. Und die, das wissen wir aus unseren alltäglichen Erfahrungen, Frau Gruber hat es schon angesprochen, die kann ganz unterschiedlich wirken. Der Augenblick vor dem ersten Kuss im Dusel der Verliebtheit, der setzt andere Zeitgefühle frei als der Online-Arbeits- und Homeschooling-Tag, der mal wieder nicht enden will. Manchmal scheint die Zeit stillzustehen, mal fliegt sie, sie schleppt sich dahin. Daher sagen viele Zeittheoretiker, dass die Zeit nur im Kopf existiere. Zeit scheint also was Subjektives zu sein. Und wenn das weitergedacht wird, dann folgt daraus, das hat uns auch Einstein beschert, die Erkenntnis, dass Zeit relativ ist. Sie ist damit abhängig vom Beobachter, so sagen die Konstruktivisten. Zeit entsteht also aus der Beobachtung unserer jeweiligen aktuellen Wirklichkeit anhand der Differenz von Vergangenheit und Zukunft. Und daraus ergibt sich dann das, was wir aktuell und momentan erleben und es dann Gegenwart nennen. Und von diesem Zeiterleben machen wir uns eine Konstruktion, die für uns brauchbar ist. Wir brauchen etwas als Vorstellung, was wir Zeit nennen, um uns in der Welt und uns in dieser Welt im Nacheinander vorstellen zu können. Für diese Vorstellung ist Zeit ein Sinnhorizont. Und das ist auch wieder der Bezug zum Lernen. Denn Lernen, das ist ja der pädagogische Optimismus, ist ja ein Sinnproduzent. Lernen braucht Zeit und es braucht Zeit zum Lernen. Das macht Sinn. Wir haben verabredet, dass ich 3 Thesen anbiete, die günstigstenfalls anregend wirken. These 1, alles hat seine Zeit, nur ich habe keine. Um besser mit der Zeit zurechtzukommen, braucht es mehr Zeit zum Lernen. Der Klassiker. Zeitmanagement-Seminare haben eine erstaunliche Halbwertszeit im ansonsten doch eher schnelllebigen Seminar- und Lernmarkt entwickelt. Die gehen immer, auch momentan übrigens. Hinter den Kulissen, sprich in den Fallsituationen der Teilnehmenden, wird der Druck aber offenbar immer größer. Viele klagen über Zeitdruck, Zeitknappheit und zunehmend häufiger auch über gesundheitliche Probleme. Sie skalieren ihre Wochenarbeitszeit zu Beginn nicht selten auf 60 bis 70 Stunden und nehmen sich dann 2 Tage Zeit, um damit besser zurechtzukommen. Das heißt, sie entschleunigen, nehmen sich Zeit für eine Lernsituation, schauen sich ihre Zeitverwendung zum Beispiel im Fünfeck an, kommen ihren Antreibern und Mustern auf die Spur, schärfen ihren Blick für das, was ihnen Druck und Stress und das Gefühl von Gehetztheit vermittelt, schließen Zeitumstellungsverträge mit sich selbst ab, genießen die Zeit ohne Smartphone, was manchen manchmal gelingt, schnaufen kräftig durch und geben dann derart entlastet wieder richtig Gas, um dann doch irgendwann nunmehr wissend zu stöhnen, alles hat seine Zeit, nur ich habe keine. Und dann, ja dann braucht es wieder Zeit zum Lernen und das immer öfters. Denn es geht ja um zeitliche Identitätsfragen. Wer bin ich?
und wann und wie lange. Und weil feste Referenzen beim Leben und Arbeiten, wie Religion, wie Lebensberuf, wie geregelte Arbeitszeiten, lebenslange Partnerschaft, viele Rituale und Routinen ihren zeitlichen Orientierungswert weitgehend eingebüßt haben, braucht es Zeit zum Lernen, um diese zeitlichen Identitätsfragen immer wieder neu zu klären und damit sich selbst in der Zeit. Das Thema, übrigens auch wenn es nichts mit Zeit zu tun hat, wird jedenfalls erstmal in Lernprozesse umgeleitet. Nicht die schlechteste Lösung, auch nicht für das hier versammelte pädagogische Establishment, finde ich. Wenn es denn der Stimmigkeit von Person, Haltung und Handlung dient. Ja, mit Blick in diese durchgeschüttelte Welt gibt es ja schlimmere und schockierendere Hass und andere Botschaften als diejenige der Zeit zum Lernen. Diese zwei. Warte mal schnell. Lernend entschleunigen wir uns in neue Beschleunigungsmöglichkeiten. Innehalten ist in. Manche zieht es in Klöster, andere in Corona-Zeiten, wo das gerade nicht geht, in den Wald zum Bäume umarmen oder gerne auch mal sich selbst. Endlich. In meinen eigenen aktuellen Online-Formaten, da spielen Coaching-Elemente eine zentrale Rolle. Heute in der Früh hatte ich zwischen 11 und 12.30 Uhr einen Coaching-Termin, ein zeitliches Biotop zum Innehalten für eine Führungskraft in einem weltweit operierenden Softwareunternehmen. Die Führungskraft hatte sich mal schnell in ihrem Outlook-Kalender dieses sogenannte Zeitfenster, starker Begriff, finde ich, freigeschaufelt, so heißt es oft, und freigehalten, bis es dann danach wieder in das Hamsterrad zurück. Um 12.45 Uhr war das übrigens. Die Zeitkompetenz war schon so fortgeschritten, um zeitliche Dehnungsfugen einzubauen. Heißt, Lernen macht die Welt schneller, indem sie zunächst verlangsamt und manchmal in der reflexiven Ausleuchtung der Fallarbeit angehalten wird. Und im Lernprozess wird zwischen reflektierten Vergangenheits- und möglichen Zukunftsbezügen, da werden neue Möglichkeiten zur Konstruktion zukünftiger Gegenwarten entwickelt. Und Lernen simuliert dabei mögliche zukünftige Gegenwarten und klopft sie auf Sinnoptionen ab, die anschlussfähig sind an die reflektierten Vergangenheitsbezüge. Und dadurch erweitert sich der Zugang zu mehr Möglichkeiten. Und die sind jetzt vorgeprüft als mögliche Wirklichkeiten für künftige Aktualitäten, die anstehen. Insofern wird Lernen auch zum Modernisierungskonzept, wenn Sie so wollen, weil es die Dynamik der Multioptionalität erfolgreich bedient. Es erweitert, das würde der Robert Musil so sagen, den Möglichkeitssinn im Hinblick auf den Wirklichkeitssinn. Immer mehr, immer schneller neu und das reflexionsgeprüft. Aus den Verlangsamungen des Lernens erwachsen neue Beschleunigungsmöglichkeiten. These 3. Das neue Normal. Digitalzeiten ersetzen die Naturzeiten auch beim Lernen. Die simultanten Prologen. Das ist übrigens kein Schreibfehler. Simultante. Während ich an dem Beitrag für das Magazin Erwachsenenbildung.at arbeitete, das ist jetzt wirklich passiert, keine Fake News, erhielt ich eine Mail von einem Auftraggeber, in der auf eine Lerntransfer-App hingewiesen wurde, Titel Dranbleiben. Dort können sich Teilnehmerinnen unter anderem transferorientierte Lernziele setzen und werden dann von einem Online-Coach, gibt es nur als Männer anscheinend, namens Eva, bei deren Erreichung unterstützt. Jederzeit versteht sich oder auch gleichzeitig beispielsweise in einer langweiligen Videokonferenz. Mit einem Wisch geht das Checken der Lern-App ja ganz schnell. Da frohlocken,
dann die Simultanten, die Masters of Disaster der Vergleichzeitigung. In Trainerweiterbildungen, Trainerinnenweiterbildung war es jahrzehntelang eine wichtige Dimension in der Planung von Lehr-Lernprozessen, dass diese zu den natürlichen Zeitmaßen passen. Die spiegeln sich auch in den Eigenzeitbedürfnissen der Teilnehmenden. Konkret hieß es zum Beispiel eine Vormittagseinheit von 9 bis 12:30. Nach einer langen Mittagspause die Eigenzeitbedürfnisse, die Nachmittagseinheit von 15 bis 18:30 Uhr, mit entsprechenden Pausen versehen natürlich, und abends nochmals eine 1,5-stündige Einheit zur Reflexion. So in etwa war ein an Naturzeiten orientiertes pädagogisch sinnhaftes zeitliches Modell strukturiert, das sowohl Eulen wie auch Nachtigallen ein wirkungsvolles Lernen ermöglichen sollte. Natürlich gab es viele Flexibilitäten und zeitliche Dehnungsfugen für individuelle zeitliche Muster und Bedürfnisse. Und nun Digitalzeit. Einerseits ist alles immerzu möglich im Netz, andererseits gibt es auch veränderte Zeitkulturen und auch zeitliche Zwänge bei den Teilnehmenden. Diese veränderten Zeitkulturen werden befeuert von Zeitstrukturen anderer Systeme, die auch nicht mehr oder nicht mehr natürlichen Zyklen und Rhythmen folgen, die aber Auswirkungen haben auf Verfügbarkeiten. Konkret sind es aktuell häufig Begrenzungen durch das sogenannte Homeschooling oder durch Distance Learning. Und wenn es dann wirklich nicht klappen sollte, dann ist die erste Frage, die wurde ja hier am Anfang übrigens schon beantwortet, ob es nicht eine Aufzeichnung gibt. Und die Frage tauchte übrigens auch bezogen auf diese Veranstaltung im Vorfeld in sozialen Medien, wo wir das beworben haben, heute auf. Also die Frage nach der Aufzeichnung. Und wenn ich sowas lese, dann schaue ich immer erstmal, wann das geschrieben wurde. Und siehe da, Alltagserkenntnis, häufig ist es zu nachtschlafender Zeit. Mich wundert es auch nicht mehr, dass ich am vergangenen Freitag eine Terminabfrage für Coaching-Termine verschickt habe und ich bereits am Sonntagabend 6 von 9 Rückmeldungen bekommen hatte. Die waren also am Wochenende gemacht worden, wo die Firmenmails gecheckt wurden. Und diese Dynamik der Auflösung von zeitlichen Abgrenzungen durch die Jederzeitigkeit der Möglichkeiten, diese Dynamik hat sich in meiner Wahrnehmung in den Zeiten des Lockdowns nochmal deutlich verschärft. Teilnehmende finden es auch nicht seltsam, Termine für Lernprozesse vorzuschlagen, die später am Abend oder am Wochenende liegen. Da, sagen die jedenfalls, hätten sie doch etwas mehr Ruhe und Zeit für das, was ihnen wichtig ist. Dass Aufzeichnungen, die ja pädagogisch durchaus sinnhaft sein können, um zu wiederholen und zu rekapitulieren, zu, früher hieß es mal, unchristlichen Zeiten angeschaut werden, Lernen also durch die Möglichkeiten der Digitalisierung asynchron gestaltet werden kann, ist ja mit im Kalkül der Lernbegleiter, die den Teilnehmenden zunehmende zeitliche Autonomie ermöglichen möchten. Die ist aber jetzt nicht mehr beispielsweise durch den Tag-Nacht-Rhythmus begrenzt, sondern durch die Möglichkeiten der Digitalzeiten entgrenzt. Und die werden ja in Einzelfällen, diese Zeiten, bereits durch künstliche Intelligenzen gesteuert. Die Auswertung eines Persönlichkeitstests, mit dem ich arbeite, immerhin ist das ein 42-seitiger Report, ist einige Minuten nach dem Abschicken des Tests zum Download verfügbar. Das hat mich erst aufgeregt und dann angeregt, hier einzugreifen konkret, den Bericht nur an mich als Coach verschicken zu lassen und ich versende ihn dann zu einer mir angemessen erscheinenden Zeit weiter an die Teilnehmenden. Ich möchte nicht, dass die sich in ihrer ersten Tiefschlafphase durch die Merkmale ihrer Persönlichkeit daddeln. Und diese Kleinigkeit steht aus meiner Sicht für ganz neue Herausforderungen für das pädagogische Fachpersonal. Das sind neue Fragen und neue Antworten, insbesondere auf diese Fragen nach den zeitlichen Strukturen
von Lehr-Lern-Prozessen zu suchen und zu finden. Was macht wann Sinn? Und die Referenz von Sinn ist eine pädagogische Rationalität, die angelehnt ist an die Frage, wann Menschen was und wie gut lernen können. Die Sinnreferenz ist keine digitale, die ja besagt, dass alles jederzeit überall möglich ist mit einem Wisch. Ist alles dann auch wieder weg. Das freut die Simultanten, deren risikoblinder Fleck übrigens darin besteht, dass unser Hirn ja gar nicht in der Lage ist, Unterschiedliches gleichzeitig zu verarbeiten. Naja, einstweilen finden die das toll. Allerdings, um den Preis des Verlustes der Verzeitlichung im Nacheinander, des rechten Zeitpunktes, des guten Momentes und all diese antiquierten Sachen eben, die allerdings fürs Lernen oft Sinn machen. Das neue Normal. Schöne Aussichten für unsere Lernzeiten. Fragezeichen. Sie haben uns jetzt ein Ordnungsschema angeboten für Zeit und auch erwähnt, dass das durchaus ein bisschen auch eine, dass man es auch betrachten kann, als eine Art Planungsinstrument, auch ein didaktisches, würde ich meinen. Ja? Der Blick auf Aufgaben, Organisation, Kultur, Eigenzeiten, soziale Zeiten und die Naturzeit. Sie haben das sehr eindrucksvoll auch ausgeführt. Ich kann mich noch gut an meine Trainerausbildung erinnern, sozusagen. Ja? Wann beginnt das Seminar? Wie plant man Pausen ein? Ich habe auch noch erleben dürfen, dass es 5-tägige Seminare gab und nicht nur 1,5-tägige, wenn überhaupt, ja. Wo dann Mitte der Woche auch ein ganzer Nachmittag freigehalten wurde für Eigenzeit, um zu reflektieren, um gemeinsam Spaziergänge zu unternehmen, um das, was in den ersten Seminartagen passiert ist, sickern zu lassen oder eben mal das zu sich zu kommen und nicht nur in der Gruppe zu sein. Da gehöre sogar ich schon zu denen, glaube ich, die sagen, da bin ich schon alt und habe schon etwas erlebt, was eine andere Generation sich gar nicht mehr vorstellen kann im Moment, weil es sozusagen so unwirklich geworden ist, da sie im Planungshorizont überhaupt zu sehen. Elke, ich habe wahrgenommen, du hast oft zustimmend genickt. Und diese Ordnungskriterien von Erwachsenenbildung sind ja, so wie Herr Orte ausgeführt, sehr im Wandel, dass man sicher dort oder da auch von einem Paradigmenwechsel sprechen kann. Wir haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Webtalks bei der Anmeldung in einer Vorerhebung gebeten, sich auch zu dem Thema mal zu äußern und so zu schreiben und zu berichten, was sie beobachten und was sie beschäftigt. Und sehr, sehr viele Meldungen sind da ja in die Richtung gegangen, dessen, was du auch schon eingangs angesprochen hast, Zeit und die Frage der Selbststeuerung, des selbstgesteuerten Lernens, der Selbstorganisation, dass das eine hohe Anforderung mit sich bringt. Ja? Sind wir dem gewachsen? Elke, wenn ich mal dich ja, bitten darf. Ja, ja. Also sowohl jetzt als Teilnehmende, als Lernende. Ich erinnere auch, jetzt hat jemand in der Vorerhebung auch gesagt, kann ich das überhaupt erwarten? Sind meine Teilnehmenden so diszipliniert, dass sie quasi im Sinne eines Blended Learning, eines Inversen, sich vorher meine online meine Vorbereitung anschauen, um dann so informiert und wissend zu einer Diskussion zu kommen in meinem Zoom-Meeting? Kann ich das überhaupt verlangen? Ja? Sind wir dem gewachsen? Und natürlich auch ein Stück weit sind wir da als Erwachsenenbildenden dem gewachsen. Wie ist da deine Einschätzung dazu? Naja, mir ist aufgefallen, also ich habe mir diese Kommentare sehr aufmerksam durchgelesen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sammlung der Befindlichkeiten der Personen, die sich heute angemeldet haben. Und es ist, glaube ich, ein guter Querschnitt für die Erwachsenen- und Weiterbildung in Österreich. Was mir auffällt bei dem Ganzen, und das vielleicht auch ein bisschen anknüpfend an den Kollegen Orteil, und bei diesen Kommentaren, ganz, ganz viel Gleichzeitigkeit findet dort statt. Also auch wie ihr vorhin gefragt habt, habt ihr jetzt mehr Zeit oder weniger? Das ist ja auch so eine Gleichzeitigkeit. Und weil du gesagt hast, das selbstgesteuerte Lernen, ich erlebe das auch bei den Studierenden im Moment als eine Gleichzeitigkeit von teilweise viel stärker fremdgesteuerten Lernen
und gleichzeitig aber auch stärker zum Teil selbstgesteuerten Lernen. Also das ist eigentlich eine Paradoxie. Früher hätte man gesagt, das ist ein dialektisches Verhältnis, was man ja auch nicht auflösen kann oder auch nicht sollte, weil daraus ja Bewegung und Energie sozusagen Veränderung kommt, wenn man es jetzt in einer klassisch-soziologischen Diskussion sieht. Also so gesehen würde ich es eigentlich spannend finden, darüber nachzudenken, diese Gleichzeitigkeiten, die ja auch darin begründet sind, dass ich Zeit zum Teil mehr habe, aber auch viel mehr Zeit mir nehmen muss, um bestimmte Dinge selbst lernen zu müssen. Und ich habe irgendwie keine klare Aussage dazu, wie sich das auch im Sinne auf das selbstgesteuerte Lernen ausüben oder ausdrücken wird. Also ich könnte jetzt nicht sagen, weil es gibt ja so die These, ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, selbstgesteuertes Lernen nimmt an Bedeutung zu und so weiter. Gleichzeitig erlebe ich in meinen Lehrveranstaltungen, dass ganz alte Muster wieder auftauchen. Also zum Beispiel das Frage-Antwort-Spiel über den Computer. Ja, also das wird ganz massiv wieder so, und dass plötzlich also die Personen im Nirvana verschwinden, man nicht den Eindruck hat, dass da irgendwer sich mitbeteiligt. In einer klassischen Diskussion könnte man den Leuten in die Augen schauen und könnte sagen, also bitte, was meint ihr dazu? Also so diese Gleichzeitigkeit von Selbstorganisation und fremdgesteuert, das finde ich im Moment das Spannende, und das würde ich auch gerne untersuchen wollen. Mir fällt dazu ein, ich habe jetzt am Wochenende einen Artikel gelesen auf ORF Online, auch über Zeitphänomene unter dem Eindruck der Pandemie. Da kommt ein Experte, ein Kulturwissenschaftler zu Wort, der sagt, ich habe es von mir, die Menschen leiden in der Pandemie, so paradox es klingen mag, darunter, dass ihnen die Fremdbestimmung abhanden kommt. Herr Warte, wie sehen Sie die Frage der Selbststeuerung, Selbstorganisation? Sind wir dem gewachsen? Oder diese Frage, die Elke Gruber auch anspricht, mit der Gleichzeitigkeit der Dinge, die wir da erleben? Also die Frage ist erstmal, wer ist wir? Wenn wir die pädagogischen Expertinnen und Expertinnen sind, dann sollten wir dem gewachsen sein. Dann wissen wir wohl, wie Lernen geht. Und wir wissen auch, dass wir, wenn wir zeitliche Überlegungen zum Lernen machen, die wir orientieren, ja, auch bei sorgfältiger Adressatenanalyse heißt es ja manchmal, am Durchschnittsteilnehmer ist aber nicht da. Sind immer nur Besondere da. In der zeitlichen Perspektive heißt es, der eine braucht weniger, der andere viel mehr Zeit, der muss es erstmal sacken lassen, und bei dem anderen schnackelt es sofort. Und unsere Profession ist es ja, als Trainerin, Trainer sind ja einige da, dafür einen guten Rahmen zu schaffen. Also diese Unterschiedlichkeit auch in Online-Formaten natürlich zu ermöglichen. Und ein guter Rahmen heißt, also es ist so die Frage auf die paradoxe Antwort, wie viel Organisation braucht die Selbstorganisation, dass der Rahmen erstmal klar ist, zeitlich, von den Erwartungen her, dass es dazu klare Vereinbarungen gibt. Und wenn es gelingt, einen guten Rahmen zu schaffen, dann ist auch diese Selbstorganisation möglich, die begleitet wird, entweder enger oder weiter, je nach Person, mit der wir es zu tun haben. Also schaffe einen guten Rahmen und lernen. Elke Gruber hat ja auf die Lernumgebung hingewiesen. Ich würde noch andocken,
lebt ja insbesondere auch von der Person der Lehrenden, wer ist das eigentlich, von Trainerinnen, Lernbegleiterinnen und so weiter. Und insofern hat die Person der Lernbegleitenden einen ganz wichtigen, eine wichtige Rolle. Also das Gehirn checkt ja erstmal die Rahmenbedingungen ab und dann, mit wem habe ich es zu tun. Und bevor überhaupt was rational passiert, ist emotional schon entschieden. Kann ich mir vorstellen, mit dem oder mit derjenigen. Insofern, nächster Ansatzpunkt, damit diese Selbstorganisation gut gelingen kann, ist Kontakt, Kontakt, Kontakt. Und besonders, und das ist auch so meine Erfahrung in Online-Formaten, heißt konkret beispielsweise, ich arbeite momentan viel in Online-Formaten, es gibt die sind allerdings länger, 8 bis 12 Wochen. Es gibt keines dieser Formate ohne ein Begrüßungstreffen, wo dieser Rahmen abgesteckt wird und vereinbart wird, was wann auch erwartet wird, was wann dran ist, wie die Begleitung aussieht und so weiter. Also Kontakt. Persönlich. Also was Ritualartiges auch fast sozusagen einen Rahmen aufzumachen zeitlich und auch von der organisatorischen Orientierung her sozusagen, verstehe ich Sie hier. Wir hatten da im Chat jetzt so einen Kommentar zu diesem Thema Gleichzeitigkeit, Elke, das du auch aufgeworfen hast. Frau Kainz meint da, ob du glaubst, dass diese Gleichzeitigkeit sozusagen beides hat ein Stück weit ein Argument für Effizienz ist. Effizienz wirkt, aber auch natürlich das Stresslevel erhöht. Willst du das auch so sehen? Ja, also die Gleichzeitigkeit wird wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen für pädagogisch professionell Tätige sein. Wegzukommen von diesem Entweder-Oder, und es ist ja auch mit diesen sogenannten neuen Formaten, deswegen sterben ja die Alten nicht, sondern sie gehen vielleicht weiter in einer anderen Form, oder sie werden wiederentdeckt irgendwann mal, und gleichzeitig musst du natürlich auf die neuen Formate schauen. Und ich denke mir, mit dem auch umgehen zu lernen, ja, das merke ich, macht Menschen ganz, ganz viel Probleme, weil sie immer sich entweder konzentrieren, entweder auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft. Aber dass beides in Wirklichkeit miteinander verwoben ist und balanciert werden muss. Ich glaube, der Herr Ortei, Sie haben irgendwann mal, oder der Kollege Geisler hat das mal so gebracht, so, wir sind als pädagogisch Verantwortliche wie auf einem Hochseil und müssen ausbalancieren die verschiedenen Dinge, die Umgebung des Lernens, die Zeit, den persönlichen Kontakt und so weiter, und müssen aufpassen, dass wir eigentlich nicht abstürzen dabei. Und das wird aus meiner Sicht eben diese Gleichzeitigkeit von virtuellen, aber auch präsenten Veranstaltungen oder Formaten. Ich denke mir, das wird eine Herausforderung sein. Zum Schluss noch, mir ist eine gute Sache aufgefallen, und zwar in den Kommentaren hat eine Kollegin oder ein Kollege gesagt, Präsenz wird in Zukunft etwas Besonderes werden. Es wird zu begründen sein, warum Präsenz. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, der in Richtung eher Gleichzeitigkeit und Wertigkeit von diesen beiden Formaten diskutiert werden sollte. Da gibt es jetzt einige Kommentare auch im Chat dazu, ein bisschen auch in dem Sinne, wie es hier schon gekommen ist, so dass diese gleichzeitige Unbegrenztheit auch verwirrt und eine orientierende Begleitung braucht. Ich denke, das habe ich auch hier jetzt in den Statements gehört. Sozusagen hier erwachsenbildnerisch didaktisch zu arbeiten, heißt wohl auch, mit dem Ordnungskriterium Zeit bewusst umgehen, auch zu üben, Strukturen einzuführen, sie gemeinsam zu reflektieren und dann auch diese Selbststeuerung ein Stück weit sozusagen den Rahmen dafür gemeinsam so zu stecken, dass auch Lernen möglich wird und dass nicht nur Ablenkung passiert und nicht nur sozusagen
die Information einwirkt auf uns und auch durchgeht, ohne verarbeitet zu werden. Ja? Genau. Das war das Thema der Gleichzeitigkeit, das ja auch mit dem Simultanten bei Ihnen, Herr Orte, sehr klar angeklungen ist und durchaus auch problematisiert wurde. Wie ist es jetzt, wenn wir nochmal kurz auf Ihre Thesen schauen, dieses mehr Zeit zum Lernen haben oder nehmen, es braucht mehr Zeit zum Lernen, Sie haben das ja als was Reflexives ausgeführt, eine Selbstvergewisserung, die es da auch braucht. Ich frage mich und da frage ich jetzt das Publikum, vielleicht möchten Sie im Chat dazu auch was schreiben, wie ermutigen wir dazu, sich Zeit zum Lernen zu nehmen? Auch in einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, durch die Beschleunigung, wir sollten immer mehr unterbringen und eine Entschleunigung ist sowas, was wir uns wünschen, aber gar nicht gefragt. Was wäre eigentlich ermutigend? Schauen wir mal, was im Chat dazu vielleicht kommt, sich Zeit zum Lernen zu nehmen. Also im Chat tut sich noch nichts, vielleicht gebe ich mal die Frage an das Podium weiter. Worin kann da die Ermutigung bestehen, sich Zeit zum Lernen zu nehmen? Es gibt ja viele sozusagen gute Erzählungen, wie Bildung wirkt und wie Lernen wirkt, aber ist es das sozusagen ein Erfolgsversprechen durch Lernen oder gibt es da noch was anderes, das uns ermutigen kann, uns die Zeit zu nehmen? Herr Orte, ich glaube, Sie haben Luft geholt, habe ich das nicht gesehen. Ja, muss ich ab und zu. Ich habe es gedeutet, als um anzusetzen zum Sprechen. Zeit zum Luft holen ja. Ist auch nötig, auch angesichts der Frage. Also es gibt ja unterschiedliche Facetten. Jetzt alles, alle Themen dieser Welt umzuleiten in Lernprozesse, das ist ja sozusagen neuer Zwang. Also das bitte ich zu berücksichtigen, wenn wir als pädagogische Community solche Fragen erörtern. Wir versorgen mit einem neuen Zwang. Wenn irgendwas anliegt, dann schaust du mal, ob da nichts im Angebot ist, im Seminarkatalog. Mhm. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, Herr Frey. Das war die Frage. Ich versuche bei Ihrer ersten These anzuknüpfen mit mehr Zeit zum Lernen und habe mich gefragt, wie ermutigen wir, und Sie haben es sozusagen jetzt auch gedeutet, dass die Ermutigung kann auch bedeuten, dass wir eigentlich einen neuen Zwang etablieren, dass es was Normatives auch bekommt, dieser Aufruf sozusagen. Genau, also ich nehme das gar nicht so wahr, als müsste ich viel ermutigen. Es gibt große Nachfrage momentan. Das liegt vielleicht an den Formaten, in denen ich arbeite. Ich begleite momentan Führungskräfte in einem Format, das heißt mit Leadership-Persönlichkeit in der Krise. Das hat natürlich eine hohe Nachfrage einstweilen. Da muss ich nicht ermutigen. Mhm. Ich glaube, also die Ermutigungsfrage, die stellt sich eher bei bildungsfernen Klientengruppen. Also da würde ich gerne anknüpfen wollen. Da stellt sich die Frage schon und da denkt man, wir rollen ja auf eine Entwicklung zu, wenn wir an die Arbeitslosenzahlen denken, was wir in den letzten Jahren ja in Österreich, ich meine, die hatten immer Arbeitslosigkeit, es ist aber ganz wenig darüber gesprochen worden. Und ich habe den Eindruck, also ich habe mir das auch vorgenommen für die Lehrveranstaltungen, wir müssen wieder stärker darüber reden, über das Thema Arbeitslosigkeit. Das war in den letzten Jahren ja fast weg. Und dort stellt sich schon die Frage, wir haben plötzlich Menschen, die eigentlich nach der Definition unglaublich viel Zeit haben müssten. Die haben nämlich keine Arbeitszeit, klassisch im Sinne eines, sage ich jetzt mal, Verdienstverhältnisses, ja. Aber ob die sozusagen in Lernzeit und Bildungszeit umgemünzt werden kann, ist aus meiner Sicht zum einen eine politische Frage und zum anderen sicher eine uralte Frage in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Ich bringe nur ein Beispiel, Marienthal-Studie, wo wir alle wissen, dass Arbeitslosigkeit ja eher lähmt und nicht unbedingt zum Lernen ermutigt. Ja, im Chat kann dann noch, da gehen sozusagen auch die Anregungen los. Das wäre wirklich mal auch ein Thema für ein Methodenseminar sozusagen, ist auch gekommen, ja. Das Zeit zum Nachdenken, die Pause, wie man sie bewusst einsetzt, das Steuern und Motivieren.
Das ist so eine Frage, die da auch weiterführt. Es ist ja auch so, dass tatsächlich unsere Stunde, die wir uns vorgenommen haben für diesen Web-Talk, sich, wie es halt immer ist, erstaunlich schnell zu Ende neigt. Und wir hier ein paar Punkte angerissen haben, die man noch gut weiterführen und vertiefen könnte. Aber allein die Zeit reicht nicht, wenn wir so wollen. Ich habe auch hier kurz vor, bevor dieser Web-Talk hier stattgefunden hat, zufällig im Weinhandel diese Flasche hier ergriffen. Ja. Time waits for no one. Mit dem Totenkopf. Also etwas bedrohlich. Aber so ist das manchmal. Das Damoklesschwert der Zeit hängt auch über uns und mahnt uns auch auf Zeitressourcen, die wir uns vorgenommen haben, zu achten. Deswegen möchte ich diesen Web-Talk auch jetzt schon abrunden. Vielleicht so mit einer Bitte eines Schlussstatements an Sie beide. Gibt es sowas wie einen hilfreichen Leitgedanken für die Weiterarbeit in der Erwachsenenbildung, wenn wir an die Zeitdimension denken? Du hast auch in den Chat, würde mich interessieren, ob Teilnehmer, die hier vielleicht etwas sich mitgenommen haben oder einen Gedanken haben, wo sie sagen, das ist für die Weiterarbeit in der Erwachsenenbildung und zeitliche Perspektive jetzt eigentlich ein Leitgedanke, eine Leitfigur, die mich weiterbringen kann. Dann würde ich damit gern das Gespräch auch, das Thema wieder sozusagen abrunden. Ja, ich würde noch zwei Aspekte kurz aufgreifen. Bitte. Einen lese ich im Chat. Beim Online-Seminar entdeckte ich den Wert des Uneigentlichen, neue Pause, Kaffee, Pause, Ratsch im Treppenhaus. Gibt ja Menschen, die sagen, das eigentlich Wichtige wird in den Kaffeepausen gelernt oder findet in den Kaffeepausen statt. Ja, ist was dran. Da ist die Herausforderung, glaube ich, in Online-Formaten entsprechende Räume einzurichten. Also wir Astrid Orta ist ja auch im Kreis, meine Frau. Gruppendynamische Seminare, die wir bei der Arbeiterkammer Oberösterreich in Linz leiten. Zwei davon fanden im letzten halben Jahr online statt. Und wir haben jeden Abend uns an der Bar getroffen, hier in so einem Zoom-Raum. Und das war ganz zentral. Am Anfang waren nur wenige da und irgendwann waren alle da. Und ich habe Dinge gesehen von meinen Teilnehmenden, die hätte ich sonst nie gesehen. Also wie die wohnen. Wie die ihren Garten haben, wie ihre Katzen aussehen und so weiter. Also das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir nicht technokratisch Online-Lernen machen, sondern eben diese Räume auch aufmachen. Und Zeiten aufmachen, Zeiten eröffnen. Das ist vielleicht der Leitgedanke, den Sie anfragen. Zeiten eröffnen, um persönliche Entwicklungen zu unterstützen. Das machen wir ja klassischerweise in Präsenz. Präsenz als das neue Normal, als etwas Besonderes, haben Sie, Frau Gruber, gesagt. So gesehen ist die zwangsweise Online-Euphorie auch eine gute Prüfoperation, finde ich. Angesichts des manchmal ja auch zu beobachtenden und zu beklagenden Seminartourismus. Also braucht es das wirklich? Und da gibt es wohl das ein oder andere Argument abzuwägen, kann ich es online machen oder braucht es Präsenz? Ich erlebe eine große Sehnsucht nach Präsenz, auch in den Online-Formaten. Und dann ist es wieder was Besonderes und eröffnet besondere Zeiten. Also Zeiten eröffnen, Herr Frey, auf Ihre Frage zum Leitgedanken. Zeiten eröffnen und das Uneigentliche auch wertschätzen, habe ich da gehört, auch aus Ihrem Statement. Danke. Elke, wie würdest du so diese Frage nach einem hilfreichen Leitgedanken für die Weiterarbeit mit Zeit und Erwachsenenbildung formulieren? Naja, ich würde ein wenig auf die altmodischen Dinge schauen. Ich meine, dass die nach wie vor einen gewissen, es gibt sowas wie universelles Umgehen mit Zeit oder universelle Gedanken des Umgehens mit Zeit. Und das merke ich, ob das jetzt ein Online-Format ist oder Präsenz oder meine eigene Zeiteinteilung. Einfach zu schauen, das, was wir in der Erwachsenen- und Weiterbildung ja eigentlich klassisch, was unser Job ist, ja, wie Menschen, also wie
wie bietet man gewisse Rahmenbedingungen? Und dort spielt Zeit eine große Rolle. Wie strukturiere ich das Ganze? Wie gehe ich zum Beispiel darauf ein, wenn ich merke, die Leute verabschieden sich mehr und mehr aus dem Chatroom oder andere Dinge? Also da denke ich mir, nicht alles, was wir bisher gemacht haben, ist altmodisch oder ist nicht mehr möglich. Also man sollte sich einfach hinsetzen und überlegen, was haben wir denn früher gemacht, sage ich jetzt mal, und was kann ich denn da vielleicht in veränderter Form übernehmen. Und man wird wahrscheinlich draufkommen, also mir ist es zumindest so gegangen, dass es ja nach wie vor Struktur braucht, dass es nach wie vor Pausen braucht, dass es nach wie vor sowas wie auch mal Ruhe braucht, dass man die Leute mal in Ruhe lässt. Und ja, und das muss man natürlich auch lernen, weil ich kann jeden Tag im Internet irgend mir was anschauen oder so. Vielleicht auch wieder mal ein Buch lesen, ja. Also das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Und ja, also eigentlich ganz, ganz universelle Dinge im Umgang mit der Zeit, die sich nicht wirklich, sage ich jetzt mal, im philosophischen Grundgehalt verändern. Fein, danke. Karin Kulm hat inzwischen mal auch in den Chat gepostet, den Hinweis ist, wir haben auf erwachsenbildung.at, auf dem das Magazin, von dem es heute auch die Rede war, erscheint, auch eine Rubrik zur digitalen Professionalisierung. Was ein etwas kompliziertes Wort zu sein scheint, bedeutet nichts anderes als ein Angebot, sich zu überlegen, wie Bildung online und Bildung digital organisiert und angeboten gut gehen kann. Und da beschäftigen uns ja oft diese Fragen, die du auch angesprochen hast, Elke. Was ist sozusagen, was sind universelle Grundsätze eines Bildungsangebots auch zeitgemäß übersetzt? Wir haben auch jetzt mehrmals uns bezogen auf die wirklich, da sage ich auch Danke an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Angaben aus der Vorerhebung. Und da gab es mehrere, die gemeint haben, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerten das Online-Gebot auch danach, dass es Qualitäten widerspiegelt, die wir aus dem Präsenzlernen kennen. Mhm. Und da ist der Umgang mit der Zeitstruktur, das Raumgeben sicher auch etwas Relevantes, neben den Vorzügen, die zum Beispiel eben durch Aufzeichnungen gegeben sind, die es übrigens auch über diesen Webtalk geben wird. Fein, ich danke sehr herzlich. Ich habe jetzt gerade großes Bedauern, dass wir irgendwie den Webtalk nicht länger angesetzt haben, weil da wäre noch so viel Spannendes drinnen gewesen, aber ich will nicht mehr als über Gebühr hier auch überziehen. Und gebe noch kurz an meine Kollegin Karin Kulmer, die gibt Ihnen noch ein paar Infos, was die Teilnahmebestätigung angeht. Und Karin, bitte. Ja, danke schön. Ich teile noch einmal schnell meinen Bildschirm. Ja, also wie angekündigt in der Ausschreibung gab es ja auch die Möglichkeit für den heutigen Webtalk, wenn Sie möchten, eine Teilnahmebestätigung zu erhalten. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Und Sie finden da auf dieser Folie die Links dazu und ich werde sie auch gleich parallel noch einmal in den Chat posten. Ah, danke Wilfried. Sehr gut. Also wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie unsere kurze Feedback-Umfrage ausfüllen und wenn Sie eine Teilnahmebestätigung möchten, gibt es eben den zweiten Link, wo Sie einfach kurz draufklicken, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben und dann bekommen Sie von uns in den nächsten Tagen eine Bestätigung zugeschickt. Ja, die Aufzeichnung wird auch in wenigen Tagen unter erwachsenenbildung.at und dort im Nachrichtenkanal zur Verfügung stehen. Und ja, eines haben wir da noch drauf, nämlich unsere Newsletter. Wenn Sie in Zukunft auch wieder an Webinaren von erwachsenenbildung.at teilnehmen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie sich zum Newsletter anmelden und Sie werden dann auch sicher informiert, wann dann das nächste Webinar stattfinden wird. Soweit einmal von meiner Seite und damit gebe ich noch einmal zurück an Wilfried. Vielen Dank. Zeit und Erwachsenenbildung, Erwachsenenbildung in der Zeit. Wir hatten beide Dimensionen, glaube ich, sehr gut auch in diesem Gespräch drinnen. Ich möchte nochmal sagen, die Ausgabe Zeit und Erwachsenenbildung für das Magazin, das Elke Gruber gemeinsam mit Christine Zäuner herausgegeben hat, ist online frei verfügbar. Lesen Sie rein. Es gibt da sehr anregende Beiträge auch drinnen, auch sehr unkonventionelle, die wir heute ja gar nicht besprochen haben, wie zum Beispiel ein fahrendes Tiny House als ein Ort von Entschleunigung und Reflexion, das an unterschiedlichen Orten auftaucht und so einen Raum, um den es halt viel ging, auch aufmacht,
um einfach ins Gespräch zu kommen und regional, lokal eigentlich über Themen zu sprechen, die mit Lernen in einer Community zu tun haben. Das ist nur ein kleiner sozusagen auch Spoiler, wie man das heutzutage nennt, für diese Magazinausgabe. Freue mich, wenn Sie da Lust haben, reinzulesen. Ich danke dir, Elke, und Ihnen, Herr Orte, für die Mitwirkung beim heutigen Webtalk. Bitte machen Sie bei unserem Feedback mit. Wir sind immer sehr an Rückmeldungen interessiert, wie es Ihnen gefallen hat und auch, ja, damit Sie auch sozusagen vielleicht Info bekommen können, wenn Sie wieder mal dabei sein möchten. Wenn Sie Lust haben, schalten Sie noch Ihre Kamera ein. Wir geben jetzt die Möglichkeit frei, sozusagen für ein finales einander noch zuwinken. Und in dem Sinn sage ich aber jetzt herzlichen Dank und noch einen schönen Abend und bleiben Sie uns treu. Musik